liebe Versammelte, die traurige Nachricht. Wie jedes Event geht auch die GPN mal wieder zu Ende. Es war viel Aufwand für alle. Viele haben mitgeholfen. Dann schauen wir mal, was habt ihr denn gemacht so? Viel Spaß mit dem Infrastructure Review. Ich bin jetzt nicht der Obelix, den ihr erwartet habt. Der wollte sich nur kurz umziehen mit einem frischen T-Shirt. Und ich habe sein Notebook gefunden, da war diese Präsentation drauf. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ich bin genauso unvorbereitet wie ihr da vorne. Anscheinend gab es Infrastruktur, es gab eine GPN 18. Ihr Motto war Digital Naives. Wir hatten anscheinend auch über 1500 Teilnehmer. Mindestens. Mindestens eine Person wurde der Kopf kahl rasiert, anscheinend. Und wir waren eine von zwei offiziellen ESC Public Viewings hier in der Stadt. Die Winkelkatze hat gewonnen. Nein, der Winkelbär. Weiß man doch. Tja, klar. Zum Video Operations Center wollt ihr dazu was sagen? Soll ich das jetzt vorlesen? Wir hatten sowas wie 332 maximale Viewer, es wurde viel Bandbreite verbraucht und der Top-Talk war Logbuch-Netzpolitik. Und 64 Talks wurden schon released oder werden released? Nee, sind schon. Und vier müssen noch repariert werden, was auch immer das heißt. Ach, die wurden schon repariert. Ach Gott. Grafenporn. Wunderbar. Hier ist Eckern das auch. Lame. Ich vermute, oben, das ist die Demo-Show. Und da haben wir ein SDI-Kabel, würde ich auch mal vermuten. Und ich glaube, diese Person ist besser informiert als ich, also übergebe ich mal. Was ist das? Nee, nicht übergeben hier jetzt. Ach so. Erst nachher. Ach so, das ist ja mein Laptop sogar. Ah, cool. Wo sind wir? Beim VOC. Ach so. Ach so, ich soll das vielleicht leise stellen. Entschuldigung, ich bin nicht so bereit. Ach so, okay. Ich weiß selber nicht genau, was du da gemacht hast. Nee, also das Kabel, was du da seht, das ist, damit wir die Demo-Show ohne Pixelsuppe hier rein übertragen konnten. Weil in der Vergangenheit hatten wir da schon einige Probleme. Demo-Show. Ach so, ja. Irgendwas, ich weiß nicht, ist jemand vom VOG da und will mir das erklären? Weil die haben mir einfach das Bild geschickt und meinten, das wäre irgendwie lustig. Ah, da ist er jemand. Gut. Ja, also die Fotos eben noch von vorhin, das war im Prinzip die Verbindung, die wir gebaut haben vom Medientheater hier in das Studio, da ja erwartet wurde, dass die Pipeline umkippt und dem haben wir entgegengewirkt und das war eine abenteuerliche Konstruktion, aber es hat wohl funktioniert. Und zu dem Repair-Talk vorhin, also wir hatten einen Talk, wo wir dachten, wir haben ihn verloren, aber wir haben ihn dann noch retten können. Das ist also im Prinzip, wir haben so viele Backup-Strategien, dass wir doch immer die Talks irgendwie hinkriegen. Ja, und natürlich ging es auch nicht ganz ohne Verluste, und zwar hat es leider wieder eine Winkelkatze zerlegt. Die wurde dann fachmännisch wieder repariert vom Care-Team im VOG. dann bleibt zum Schluss eigentlich nur, oder ja, ist schon das Nächste. Ach so, ja. Gut. Kann man das eigentlich noch so bauen, dass ich hier meine geheimen Notizen sehe? Machen wir mal ganz kurz, hier kann doch bestimmt irgendwie Use as Separate System. Geheime Notizen? Ja, pst. Das wäre hilfreich gewesen. Guck da. Das ist leer. Das ist einfach. Das ist,
Das ist nicht leer, das ist Kunst. Ach so, ja. Nee, also wir hatten dieses Jahr auch das Schnops und wie ihr seht, es waren einige Kinder da, auch sehr viele kleine Kinder und ja, anscheinend 5 Liter Babysabber gesammelt. Die sind dann irgendwo hin, ich weiß noch nicht wo. Ich hoffe, jemand hat die weggekippt und nicht in irgendeinen Schunk rein. Aber und dann haben wir den Gammel-Chunk-Skandal nach dem Gammel-Fleisch-Skandal. Nee, also alles gut. Dann machen wir, glaube ich, einfach weiter. Und jetzt kommt das Nock mit Möb, Barbarossa und Cedi. Das Einhorn muss nach Hause. Das Einhorn muss gehen? Oh nein, dann Applaus für das Einhorn bitte. Das muss jetzt nach Hause gehen. So, ich gehe einfach mal. Wie geht denn das hier? Wir haben mit sehr vielen Leuten das Netz für euch gebaut. Und wir dachten, bevor wir jetzt 10-mal dasselbe erzählen, was ihr schon kennt, erzählen wir mal ein bisschen, wie sich das entwickelt hat die letzten Jahre. Angefangen haben wir so 2014 zum Beispiel damit, dass wir hier relativ wenig selber gemacht hatten. Wir hatten hier kein eigenes AS vor Ort. Wir hatten einfach einen Ethernet-Port von der Hochschule, haben einen Tunnel zu Equipment vom TCC aufgebaut, weil niemand möchte, dass die Dinge, die ihr hier tut, hier so von so einer Hochschul-IP kommen. Das gefällt denen meistens nicht so. Das hat dann auch nicht so ganz performt, weil da blieben noch so 100 Megabit übrig, der Port war irgendwie geshaped und wir haben da lange debuggt und haben geguckt, irgendwie anderes VPN-Protokoll irgendwie rumtunen, bis wir gemerkt haben, so der Port, der macht Traffic und danach ist der so ein bisschen pausiert, der ist halt geshaped, da kannst du halt das Protokoll tauschen, wie du willst. Dann haben wir uns gedacht, das muss besser werden, haben da nette Menschen angehauen, die hier zufälligerweise Infrastruktur betreiben in der Nähe, ob wir denn von denen direkt irgendwie Internet schnorren können. Und das Diagramm kennen vielleicht einige, die schon öfter hier waren. Wir haben angefangen, wir haben uns von Juniper eine MX und eine EX ausgeliehen. Das ist ein dicker Router und ein vernünftiger Switch und haben dann damit alles angebunden. Hatten dann auch 2015 11 Gigabit Außenanbindung von vorher 100. Das war schon eine gute Steigerung. Also 100 Megabit auf 11 Gigabit. Und wie viel ist das in Fußballfeldern? Sehr viel Saarland. Ja, 2017 haben wir das dann nochmal ein bisschen ausgebaut. Wir haben dann da 20 Gigabit Außenanbindung gehabt. Wir hatten noch mehr Equipment zwischendrin, ein paar mehr Säle angebunden. Das war schon ganz gut und dann haben wir uns dieses Jahr gedacht, wir haben jetzt noch mal mehr Fläche, die wir bespielen müssen. Der Congress hat irgendwie so und so wie 100 Gigabit gehabt, wir müssen da irgendwie ein bisschen nachlegen. Und das haben wir dann auch getan. Ja, wir haben uns irgendwie gedacht, mehr Switche, mehr besser, mehr Internet. Haben das komplette Netzwerk noch mal neu gemacht. Sieht man jetzt hier einen Cursor? Okay, ihr seht die grüne Linie. Das sind wundervolle 100 Gigabit Außeranbindungen. Also wir sind von 20 Gigabit von letztem Jahr auf 120 hoch. Wir konnten glücklicherweise auch dieses Jahr nochmal einen dritten Uplink gesponsert bekommen von der Telemax, was auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Und es sind nur 120, weil 210 physikalisch nicht geklappt hat. Ja. Eine zweite 100G-Line war eigentlich geplant. Die Dämpfung war dann etwas groß, da kommen wir später noch dazu. Da haben wir noch gute Folie vorbereitet. Weil ja jeder weiß, Hardware-Porn ist geil. Hier ein bisschen Hardware-Porn für euch. Ja, man muss dazu sagen, es gab so einen Schreckmoment, als es mit der Post angekommen ist. Da war ich ein bisschen müde und habe diese Packung aufgemacht und dachte, die wäre leer. Und habe dann hingeschrieben, dass diese zwei, wie viele Autos kann man davon kaufen? Viele. Aber sehr viele. Also von dem, von was man da sieht, kann man irgendwie einen Tesla kaufen. Ja, vielleicht einen kleinen ja, Tesla. Also die zwei Optiken sind halt zusammen irgendwie so 50.000 Euro. Aufwärts, ja. Jedenfalls habe ich dann geschrieben, die Kiste ist leer. Und dann gab es ein bisschen Panik, aber dann hat sich herausgestellt, so dass sie einfach blind war. So ein kleiner Nervenzusammenbruch im Club. Gut. Ja. Hier nochmal die volle Ansicht vom Rack, inklusive unserem Aruba, unserem Arista-Equipment und allem.
Und Hardware-Porn ist einfach geil, man kann nicht genug bekommen. Ein bisschen interessanter sind die Statistiken von diesem Jahr. Wir hatten mal im Peak 17 Gigabit Upstream, also nicht, nur, also nicht runter zu uns, sondern 17 Gigabit raus. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Das ging um 2.11 Uhr nachts irgendwie so von 0 auf 100. Der liebe Barbarossa musste da auch noch mal ein bisschen Hand anlegen, weil das fiel dann plötzlich alles auf einen 10-Gigabit-Link, der eine ziemlich gute Metrik hatte. Hat er dort die LocalPref runter gedreht und siehe da, der Link fällt auf den zweiten 10-Gigabit-Link, was irgendwie nicht sehr produktiv war. Und zum Schluss haben wir es dann auch wirklich auf dem 100-Gigabit-Link geshaped. Zum Wi-Fi, wir haben dieses Jahr insgesamt hier 40 Access Points deployed. Wir hatten über 3.500 unique MAC-Adresse im Netz. Also bei 1.500 Teilnehmern sind es mehr als 2 Geräte pro Teilnehmer. Also ist noch ausbaufähig, würde ich sagen. Was uns aufgefallen ist in der Statistik, es wurde relativ wenig WPA2 Enterprise verwendet. Obwohl mir seit Tag 0 der Radioserver am Laufe hatte, da müsse mir vielleicht fürs nächste Jahr noch mal ein bisschen vorarbeiten und das auch alles ins Wiki packe, das ist uns etwas spät eingefallen. Oder Zettel aufhänge. Es gibt noch sehr viele Legacy-Clients, die keinen Enterprise können. Die können ins Freifunk. Was uns auch noch aufgefallen ist, sowohl das 2,4 GHz als auch das 5 GHz Band waren sehr voll. Das lag unter anderem auch daran, dass es extrem viele Rogue APs gab, so wie auf dem Kongress auch. Ihr erinnert euch, Halle 2. Ich möchte da nicht genauer drauf eingehen. Lasst es einfach, okay? Es frisst einfach sehr, sehr viel Airtime. Es macht das Netz für alle scheiße langsam. Und ich glaube, Hendrik erklärt euch das nochmal sehr gerne, sehr genau. Kann man nicht triangulieren? Ja, kann man, das ist aber aufwendig. Ich möchte nicht für 40 Geräte irgendwie alles einweilen müssen. Gut. Jetzt wird es noch ein bisschen besser. Ich übergebe mal hier. Es geht nämlich weiter. Bisher war ja alles toll. Aber wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, hatten wir auch so ein paar Themen. Irgendwann war da so minus 40 dBm auf einem der Links vom Router oben hier unten ins Netz und das Netz war eher aus. Ihr könnt euch daran erinnern, als ich aus dem Demo-Show-Gucken rausgesprintet bin. Der Grund ist das da. Das rote Licht, was man da sieht, kommt an der Seite in das Kabel rein. Das sollte da eigentlich nicht rauskommen. Da hatte jemand das Kabel sehr lieb und es sehr nah an die Wand gedrückt. Eigentlich hatten wir da zwei, also das war der erste. Das war das erste Problem. Da haben wir Momente gesucht, um rauszufinden, warum denn unsere beiden Uplinks trassenredundant, verschiedene Wege im Haus von unten nach oben, warum die beide umgefallen sind. Das eine war der Fibercut, den haben wir dann relativ schnell gefunden und dann hat sich festgestellt, es ist ein 40 Gig Interface. Und das kann man einstellen als 4x10, also ein Kabel dran, dann kommen dann 4 raus. Oder wir haben das genutzt als 1x40, aber den einen Port leider nicht auf 1x40 konfiguriert. Das heißt, einer hat die ganze Zeit nie funktioniert. Den zweiten hat irgendwer kaputt gemacht, war aus, war doof. Um den Channel wieder anzumachen, mussten wir den einen Interface, das kaputte, mal runterfahren und wieder anmachen. Leider hat da jemand sich einen Zahlendreher erlaubt. Das war das dritte Loch und das mittlere ist nach wie vor ungeklärt. Aber es hat sich alles wieder berappelt. Es war nachts, hat eh keiner gemerkt. Also mein Puls schon. Ja, man kann sehr schnell diese 4 Etagen hochlaufen. Dann möchte, dreimal. Hat man das neu konfiguriert, möchte die Config speichern, sagt der Router, nö. Also die Configs sind so 2 Kilobyte oder so, ne? Das Ding macht einmal pro Stunde irgendwie so ein Backup von, wie geht's mir denn heute, und hat anscheinend nicht aufgeräumt. Das haben wir für ihn mal getan, seitdem ist wieder Platz. Was haben wir noch so? Fibercut hatten wir schon. Wir hatten ein paar VM-Hosts für so Sachen wie DNS, DHCP, Radius etc. Einer hat sich relativ schnell ganz die Karten gelegt.
Mit dem ESX hatten wir ein bisschen Schmerzen, deswegen hatte das WLAN stellenweise Themen, so, das haben wir dann anders gelöst. Manche Kabel, die hier im Haus so liegen, sind eher schlecht geputzte Brillengläser. Wir haben da nachher noch Bilder zu. Genau. Und es gibt nur eine Single-Mode-Faser zwischen hier und dem ZKM und wir benutzen gerne für lange Sachen Single-Mode, damit man da schön Traffic durchkriegt. Das heißt, hier muss man ein bisschen zaubern, aber wir machen das ja nicht zum ersten Mal. Das war das, was Cedi vorhin schon angesprochen hat. Das Rot da ist gar nicht gut, weil wenn ein Kabel voll ist, dann schmeißen wir Pakete weg. Das merkt dann jeder, das war eher zu vermeiden. Nachts um 2:30, zum Glück war noch wer da. Später gab es dann mal die 12 Gig nach oben und alles war gut. Dann waren da die Pixelfluten. Am Samstag kam jemand zu mir und sagte, ey, wir haben hier eine Kiste mit 2x10 Gigabit, können wir 20 Gig haben, da vorne am Tisch, Kabel hängt noch von der Decke. Klar, Leute, macht Traffic. War konfiguriert, abends kamen sie dann mal an. Dann machte die Kiste so am Anfang 1,5 Gigabit, zweimal Quad-Core, alte Xeons, LCPU, alle 8 Cores, Anschlag. Nach ein bisschen Optimierung kam das dann so auf 4 Gig hoch, aber er hatte 20 gefordert. Also ich fordere jetzt für nächstes Jahr, macht mehr Pixelflut, wir bauen euch das Netz dahin, macht es voll. Und so sieht das dann aus, wenn man mal in das Kabel reinguckt. Ich möchte dazu anmerken, das sind keine Bilder jetzt aus Google oder so. Die haben wir wirklich vorhin noch live mit einer Fiber-Mikroskop-Cam geschossen. Genau, einmal putzen. Also einmal so ein Plastik-Nupsi da dran, so ein, keine Ahnung, 10 Euro Plastik-Putz-Nupsi, klack, klack, und dann ist die Welt schon besser. Gut, die Fiber ist jetzt trotzdem im Eimer, aber es sieht halt schon deutlich besser aus und macht nichts anderes dreckig. Putzen, 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 um mal Mark Helmus zu zitieren. Was haben wir gelernt? Bisschen mehr Hardware auf Halde legen. Arista, der gesponserte Core-Router, der die 120 Gig Außenanbindung macht, kann Watch. Die Linuxer kennen das vielleicht. Watch und irgendein Programm und es wird alle 2 Sekunden neu ausgeführt. Das geht auf dem Switch. Watch Show IP BGP Summary. Wie geht's denn meinen BGP-Sessions? Geil! Kein Pfeil hoch, Enter, Pfeil hoch, Enter, Pfeil hoch, Enter. Und wir brauchen viel mehr potentere Pixelfluten. That's all. Sagen, da kann ich ihm was zu sagen. Ach, du kannst was zum Telefon sagen? Ich kann was zum Telefon sagen. Das klingt doch gut. Informiert. Du bist informiert, das ist gut. Ja, im Gegensatz zum Anfang. Das ist ja vom iPhone Eve hier gesponsert. Das müsst ihr mal hier, unser Telefonprovider. Zum Phone Operations Center kann ich noch eine kurze Slide sagen. Wie die letzten Jahre auch, basiert das auf einem Alcatel-System, der Alcatel Omni PCX 4400. Dasselbe kennt man auch vom großen Pock auf dem Kongress. Was wir aber dank der Schar mittlerweile machen können, ist, dass wir mittlerweile 7 Systeme hier im Haus verteilen können und nicht mehr unglaublich viele elendig lange Kupferstrecken bauen müssen, um im gesamten Haus hier Deckabdeckung zu machen. Und mittlerweile können wir die ganzen Systeme auch per VPN untereinander verbinden. Das bedeutet, wir haben an 4 weiteren Standorten in Karlsruhe, wo halt auch ein bisschen GPN ist, Telefonsystem hingestellt, dass wenn jemand irgendwie nachts im Entropia ist, da auch noch erreicht werden kann, weil da vielleicht noch die magische Flasche rum ist, die der Bar fehlt. Wir haben 291 registrierte Deckphones, 109 connected SIP-Nummern über IP-Telefonie. Die ganzen Anlagen wurden sowohl halt per Glasfaser als auch per VPN untereinander verbunden. Und insgesamt wurden knapp 60 Länder angerufen aus unserem Netz. Konnten angerufen werden? Wurden es auch? Weiß man nicht. Ach, kein Monitoring. Ach. Ja. Was ist mit Nordkorea, Timo? Aber wir wissen es nicht. Ach. Ja. Keine Vorratsdatenspeicherung. Ja. Ah. Wir haben ja auch noch, wir kommen etwas zum leiblichen Wohl.
Ja, man muss, glaube ich, noch zur Telefonanlage sagen, also wenn ich richtig informiert bin, kann die 20.000 Anschlüsse oder mehr. Das heißt, wir könnten auch mal eine Telefonflut machen, wenn ihr irgendwie noch ein paar... ja, ich habe ja gehört, es haben irgendwie Leute über Schaltdosen einen Minecraft-Controller gebaut. Also da ist noch genug Potenzial da. Es gab das Waffel Operation Center, was 100 Liter Waffeln gemacht hat und 1.000 Euro Spende eingesammelt hat. Also vielen Dank dafür. Genau, so wie ich das verstanden habe, zum Teil werden da bessere Waffeleisen gekauft und der Rest fließt dann in die GPN rein. Die Bar hat jedes Jahr eine sehr kreative Art und Weise, ihren Verbrauch zu erklären. Genau, mit den Getränken, die wir verkauft haben, können wir die Bar 80 cm unter Wasser setzen. Ich möchte an dieser Stelle hinweisen, dass es dann als Nichtschwimmerbecken gilt. Das ist dann zu tief. Wenn wir eine Wand bauen, eine Mauer um die Bar herum, würde sie 5,90 Meter hoch werden. Ich glaube, das genügt nicht den Anforderungen von... Nein. Viel, nicht, das muss nicht noch höher werden, diese Wand. Muss noch mehr, ihr müsst mehr trinken das nächste Deckenhöhe Mal. Deckenhöhe ist, glaube ich, 12 Meter, also da ist noch Platz. Genau. Wir haben 1,5 Gulaschkanonen Slush verkauft und 21 Tonnen Getränke bewegt. Also Elon Musk mit seiner Falcon Heavy kann nur 16,8 Tonnen zum Mars bewegen. Wir bewegen 21 Tonnen zur GPN. Also da kann SpaceX noch nacharbeiten. Genau, als nächstes haben wir das Snake Operation Center und ich glaube, die wollen sogar etwas sagen, denn es gibt auch Preise und Geschenke für, oder? Gibt es das? Ja, wow, cool, dann bitte auf die Bühne. Ah, da ist eine Treppe. Ja, oder so. So, die Bilder da mit rein? Die Bilder sind da drin, ja. Dann schauen wir uns hier einmal so ein paar lustige Graphen an. Dankeschön. Hier sieht man so ein bisschen unser Netzwerk-Traffic auf der linken Seite. Man sieht auch, wann das Netzwerk eingebrochen ist. Man sieht auch, wann die Nerds schlafen gehen und wieder aufwachen. So ab 4 Uhr nachts geht es so ein bisschen runter und dann ab 11 geht es wieder hoch. Auf der rechten Seite sieht man noch, wie viele Spieler es geworden sind unten, mit der Zeit immer mehr logischerweise. Ach, nächster Slide. Und was sieht man oben? Ja, wir hatten ungefähr so 150 Leute, die den Stream gleichzeitig angeschaut haben, Max. Ja, und dann wollen wir auch noch außerhalb der normalen Highscore ein paar Player ehren, zum Beispiel die Person mit den meisten abgedateten Code-Versionen. Das ist der Rabbit mit 814 Commits. Gefolgt von dem D-Hermit mit 614, dass man mal auch so ein bisschen den Abstand sieht. Die meisten Kills hatte Chris 3 mit 5.522. Gefolgt von Mo Laue mit 4.561, der, wie wir wissen, von Remote gespielt hat, weil er nämlich nicht mitgefahren ist und noch bei uns daheim im Space sitzt. Dann, wer wurde am meisten gekillt? Das war der arme Lemming. Also ich weiß nicht, ob der sich bei dem Namen vielleicht schon bei der Kreation was gedacht hat. Mit 7.634 Mal, gefolgt von Kamikaze mit 5.169 und dann kamen ganz viele Trooper. Und dann haben wir uns noch gedacht, wir küren auch den besten Vegetarier und haben uns gedacht, wir machen mal ein Ratio zwischen vegetarisches Food, das ist gespawntes Food, das von keiner Schlange kam, sondern einfach wild gewachsen ist, geteilt durch das Food, das von einer Schlange kam. Und da ist unser Gewinner mit einem vegetarisch zu Fleischfresser Ratio von 26,6. Das ist der Freak. Und dass man mit der Zahl was anfangen kann, gefolgt von Kay Kuhn mit 16. Also hatte schon ein bisschen Abstand, so im Durchschnitt war es eher so, ich sag mal, 3. Kay Kuhn lief einfach nur im Kreis. Ja, deswegen hat er wahrscheinlich auch niemanden erwischt.
Ja, dann kommen wir mal zu den wichtigen Dingen, und zwar, wer hat denn die größte Schlange gebaut und ist überhaupt noch anwesend und kann einen unserer grandiosen Preise entgegennehmen? Kannst du vielleicht die Webseite aufmachen, weil den Highscore haben wir dir natürlich nicht gegeben. Ob ich eine Webseite aufmachen kann, das weiß man nicht. Schlangen.beidwerk.com. Dum-dum-dum. Wir sind top vorbereitet. Org. Ja. Cool, wir sind schon... Ja, Google findet es sogar, wenn man sich vertippt. Nicht schlecht. Aber das WLAN geht nicht. Kein Problem, Leser. Wir arbeiten daran. Ich bin jetzt im Freifunk, mal schauen, ob das geht. Das geht auch nicht. Wir haben es da. Ansonsten, wir haben es auch da. Aber jetzt muss ich dann so nacheinander Namen vorlesen und schauen, ob die Person überhaupt noch da ist. Die darf sich dann melden und sich entweder eine 2,50 Meter Stoffschlange... Eine 80 cm Stoffschlange, eine 1 Meter Stoffschlange, ein Eimer voll mit Gummischlangen, ein T-Shirt, so wie wir es anhaben, in Größe L, haben wir noch. Und wir hätten auch noch ein Frauen-T-Shirt Größe M. Jo. Geht da was? Nö, also mach mal weiter, ich versuch's, vielleicht haben wir es dann gleich. Hört ihr mich, wenn ich so schreie? Oder, ja, ist halt hier so. Ich lese mal Namen vor. Ist ein Worms for All da? Ein Mr. Busy? Ein Incredible Horst? Monty Python? Ein japanisches Katakana, das aussieht wie ein Smiley? Keiner da. Jemand namens YB? Der Bär? Aber wir können es zustellen lassen, oder wie? Was? Möchtest du das? Nein, die kleine Schlange. Die kleine Schlange ist weg. So, es geht weiter. Balkon.org. Brianhackers.rs. Your Mom. Null. Okay, dann halt nicht. So. Nummer 1 Swiss Hacker. Wieso seid ihr alle weg? Killy. Mr. Lazy, Mr. Wrong, Frickel, CJ, Bot 3. Gut, einer ist da. Ah! Genau, wir machen das jetzt so, wenn ihr meint, dass ihr irgendwie doch noch irgendwie vielleicht was gewinnen könnt oder jemand kennt. Ihr erkennt die, glaube ich, an der Schlange und dann könnt ihr die einfach nochmal draußen ansprechen und dann könnt ihr nochmal checken, wo ihr so in der Statistik seid. Vielen Dank für die Schlangenprogrammiernacht. Ja, nicht nur digital hatten wir viel Durchsatz, sondern auch beim Essen. Die Gulaschküche hat eine durchschnittliche Ausgabe von 3,6 Gulasch pro Minute. Über die, wahrscheinlich auch mit dem Curry, also die haben da wirklich gekocht wie die Verrückten. Die Metro, ich glaube, sie waren bei der Metro und haben einfach vergessen, die Kartoffeln mitzunehmen. So wie ich das verstanden, die sind einfach hier angekommen und es waren keine Kartoffeln da. Und da musste nochmal zum Bauern gefahren werden und dann haben die denen um 100 Kilo Kartoffeln erleichtert. Also was halt so passiert, wir haben 1200 Brötchen und 220 Baguettes verfuttert und im Prinzip könnten wir die Menge an Pizza, die wir gebacken haben, auch als Lounge-Teppich verwenden, denn das ist ungefähr die gleiche Fläche. Genau, danke auch an die Pizza-Leute. Tja, und so sieht das Ganze dann aus, wenn wir unsere Autos beladen und da wurde gesagt, irgendwann wird nochmal ein Kombi hergekarrt mit Zutaten, davon haben wir aber leider kein Foto. Ist vielleicht auch besser so, wenn er Stadtmobil sieht, dann ist er nicht so glücklich, dass wir ihre Autos so kaputt machen.
Aber es ist immer noch besser wie jemand anders, der mal eine Tonne Sand in so einem Sprinter transportiert hat. Also, indem er sie einfach hinten reingekippt hat. insofern, genau. Damit sind wir auch, glaube ich, so ungefähr am Ende. Es gibt noch, wir müssen jetzt aufräumen. Wir haben jetzt irgendwie die größte GPN aller Zeiten, die beste GPN aller Zeiten. Die schönste GPN aller Zeiten. Die schönste auch, ja. Ja, was Hendrik möchte etwas sagen. Ganz wichtig, das Netzwerk-Equipment stehen lassen, nicht anfassen, wir bauen das selbst ab. Genau, also... Also ihr sollt Hendrik nicht helfen, sagt er. Lasst einfach die Netzwerk-Hardware da stehen. Räumt erstmal euren eigenen Kram weg und dann könnt ihr irgendwelche Trolle helfen oder zum Beispiel Müll wegbringen, Flaschen einsammeln. Wenn Tische schon frei sind, die Tische ein bisschen einklappen und aufräumen. Vielleicht kann man auch draußen bei der Gulaschküche mit dem Zelt helfen. Also das wäre cool, weil sonst müssen wir das alles alleine abräumen und dann ist das irgendwie, sind wir alle noch mehr tot als schon davor. Genau. Es gibt auch einen konkreten Abbauplan, zumindest haben wir versucht, einen Abbauplan zu machen. Alle Leute, die so orange Jacken tragen oder Warnwesten, kennen diesen Abbauplan und die können euch Aufgaben geben, wenn ihr jetzt irgendwie akut in Need seid und ja. Cool, ich kenne ihn nicht. Ja, ich kenne ihn wirklich nicht. Wir haben ihn ausgedruckt, liegt am Infodesk. Ihr habt was ausgedruckt? Ja. Krass. Sowas geht? Ja, wenn das Internet, ausfällt, ja. Ach so, kann ich es auch auf Papier und CD-ROM haben? Ich kann mal gucken, ob wir noch Disketten haben. Boah, so eine ZIP-100-Diskette. Ja, okay. So, wir kommen noch zu dem letzten Punkt, das haben wir auch nochmal am Anfang erwähnt. Wenn ihr noch nicht gespendet habt, bitte denkt daran zu spenden, denn ohne Spende geht das nicht. Und wenn nicht genug Spenden da sind, dann müssen wir leider zuerst das Hackcenter canceln. Und wenn dann immer noch nicht genug Spenden da sind, dann muss leider diese süße Katze daran glauben. Das wollt ihr doch alle nicht. Und deswegen bitten wir euch, falls ihr noch nicht gespendet habt oder falls ihr vielleicht noch Geld gefunden habt, so in eurer Hosentasche, dann spendet es doch bitte. Wir empfehlen mindestens 25 Euro Spende. Und ihr könnt, es gibt auch Spendenbescheinigungen, ihr könnt auch überweisen, das ist Hauptsache, ihr könnt auch am Infodesk ein bisschen spenden oder dann, wenn ihr zu Hause seid, uns natürlich auch etwas überweisen. Alle Infos findet ihr auf unserer Webseite, die hier auch unten rechts eingeblendet ist. Ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen, vielen Dank an alle Helfer, an alle Teams, die das gemacht haben. Applaus, Applaus bitte, ja. Danke. Genau. Und wir sehen uns wieder, also vielleicht, ich weiß es ja nicht, wir haben aus Versehen letztes Jahr so eine Glühwein-Programmiernacht organisiert. Das war irgendwie ein glücklicher Unfall, an dem wir 160 Liter Glühwein getrunken haben. Vielleicht passiert es wieder. Aber sonst, es gibt ja auch noch eine ganze andere Reihe an Hacker-Events und ich hatte jetzt, sollte irgendwie... Hast du eine Liste? Ich hatte mal eine Liste, aber die habe ich nicht dabei. Es gibt noch eine Winter-GPN, es gibt natürlich dann noch... Genau, ach, die Winter-GPN, die hätten wir fast vergessen. Ja. Also die Winter-GPN findet angeblich wieder im Winter statt. Es gibt, glaube ich, auch das Chaos-Fest. Ja, die Meta-Rhein-Main-Gulasch-Days haben wir auch noch. Ach, die Meta-Rhein-Main-Gulasch-Days, genau. Also es gibt... eine ganze Reihe von Events. Schaut einfach vorbei und ja. pets.ccc.de/termine, sagt man mir. Ah ja, gut. Dann wisst ihr alles Bescheid. Es gibt auch events.ccc.de und sonst könnt ihr auch einfach in eurem Hackerspace vorbeischauen. Die wissen auch Bescheid. So, damit gibt es jetzt noch eine Frage? Nee, gibt es nicht. Wann ist denn nächstes Jahr? Nächstes Jahr wieder an Christi Himmelfahrt. Wie immer, also einfach schauen, wann Ostern ist und dann ein bisschen warten und dann ist GPN. Gut, wenn es dann keine Fragen mehr gibt, auch nochmal ein herzliches Dankeschön an euch von der Orga. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen. Das heißt, der nächste Applaus ist einmal noch für euch fürs Organisieren. Gut. Passt auf euch auf, fahrt nach Hause und helft noch ein bisschen beim Aufräumen. Vielen Dank. Und das Obligatorische, nehmt eure Sachen mit raus.